ich will, ganz offen, ich möchte zwei Plätze, das habe ich überall gesagt. Und ich hoffe, die Spieler sind sich dem bewusst. Wenn Sie zurückschauen auf die letzten zweieinhalb Tage, was ist alles passiert? Wie haben Sie die erlebt, wenn Sie jetzt zurückschauen? Ja. Schwierig noch ein Wort zu fassen, vor allem. Oder? Ich bin am Mittwoch nach Nizza geflogen, eigentlich mit dem Gedanken, hey, wir wollen ein super Spiel abliefern und dann am Schluss schauen, was rauskommt. Und es war schon so gewesen. Wo ich sag mal, in der zweiten Halbzeit, nach 15-20 Minuten, habe ich schon gesehen, hey, es liegt viel mehr drin, als einfach einen guten Match abliefern. Und, ja, das Ende kennen wir. Und, ich freue mich riesig für die Fans, für die Mannschaft, für den Trainer, für alle, die auf dem FCB arbeiten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sie mal ein sehr positives Erlebnis haben. Positives Erlebnis auch finanziell für den FC Basel enorm wichtig. Man kriegt eine Prämie, jetzt allein 2 Millionen. Insgesamt redet man von etwa 11 Millionen Euro durch die Conference League. Und allein der Halbfinaleinzug stopft eigentlich das Loch, das man vom letzten Jahr hatte. Also finanziell ist es für Sie auch eine grosse Erleichterung. Ja, da mit den Zahlen jetzt jonglieren, würde ich jetzt nicht. Aber es ist so, oder ein grosser Teil der Conference League ist natürlich im Geschäftsjahr 2022. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, oder? Die Prämie natürlich nehmen wir sehr gerne mit, also, das ist klar. Da braucht es noch viel mehr. Und, wichtig, mir, das Finanzielle ist eigentlich das Wichtigste, ist, die Emotionen entfachen. Dass die Mannschaft auch einen 12. Mann hat, wo sie kann tragen kann. Und, ich sage es mal so, es ist sicher jetzt, wo wir nicht so überwunden haben, ist sicher, was die Conference League anbelangt, sicher, sage ich mal, fast alles möglich. Zuerst nochmal sportlich einzuordnen, der Erfolg. Wo würden Sie das etwa einschätzen, auch jetzt verglichen mit vor 10 Jahren, wo Sie noch dabei sind, wo man das letzte Mal ein Halbfinale erreicht hat? Es ist noch schwierig. Ich habe es der Mannschaft am Donnerstag zu oben gesagt. Es ist eine schwierige Saison, die wir bis jetzt spielen. Schwierig in Bezug auf ab, die gewisse Konstanz, die fehlt. Viel natürlich auch und drumherum, oder? Negativ und nicht das Positive, was wir brauchen für auch den Umbruch, den wir ja seit wir mit der neuen Crew übernommen haben, zu bewältigen. Und, von dem her ist natürlich das Erlebnis jetzt umso besser, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube schon, dass wir sehr selbstkritisch sind und wissen auch, was wir falsch gemacht haben, was wir sicher richtig gemacht haben. Und, die Mannschaft ist sicher nicht so schlecht, wie sie auch immer von außen immer gemacht wird. Das hat glaube ich auch am Donnerstag gezeigt. Und jetzt müssen wir die Konstanz endlich mal in der Meisterschaft bekommen, weil das ist unser tägliches Brot. Ich habe von außen das Gefühl, die Conference League die macht irgendwie extreme Bindung zwischen Fans, Mannschaft, Clubführung. Irgendwie kommt man extrem zusammen, jetzt auch mit dem Halbfinaleinzug. Nehmen Sie das auch so wahr? Ja, jetzt, wenn man anschaut, die letzten 2 Wochen, wenn man das Revue passieren lässt, ich nehme es jetzt einfach ein bisschen mehr als 2 Wochen mit dem Dienstagsspiel hier im Göb-Halbfinal, was dort passiert ist und was dann mit der ganzen Kommunikation, Aufarbeitung, was alles passiert ist, die Aufarbeitung, die noch lange nicht vorbei ist. Und nachher natürlich mit der Nizza-Aussperrung, also mit den Fans, mit der Aussperrung in Nizza. Ja, das ist wahnsinnig viel passiert. Man sieht, wie die Spieler das Liebling haben im 12. Mann. Man sieht, wie wir uns solidarisieren. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ohne die Fans geht es nicht. Und das ist unser höchstes Gut. Und die müssen wir pflegen. Aber nichtsdestotrotz habe ich es, glaube ich, schon mehrmals gesagt, als am Dienstag im Halbfinale war. Das verurteilen wir aufs Schärfste. Und das Gewalt hat nie einen Platz und das darf nicht passieren. Und das ist etwas, was wir als Club ernst nehmen und müssen wirklich in Diskussionen gehen und das probieren, wirklich auf die richtige Bahn zu lenken. Haben Sie da schon Ideen, konkrete Vorstellungen, wie Sie das machen? Ja, da möchte ich es nicht öffentlich sagen. Wir sind mit Hochdruck da. Ich sage es mal so, es ist nicht nur, und das ist vielleicht etwas, was ich möchte sagen, es ist nicht ein Fußballproblem, es ist ein Gesellschaftsproblem. Und das möchte ich mal vielleicht hier erwähnen. Und, wir sind dran, wir sind gewillt, wir müssen das aufarbeiten. Jeder ist in der Pflicht und wir werden unsere Aufgabe mit höchster Intensität wahrnehmen. Sie haben es schon angesprochen, Platz 2, immer noch Fokus Meisterschaft. Das Ziel, das haben Sie halt rausgegeben und das hat man noch nicht erreicht. Der Fokus, haben Sie Angst, dass er ein bisschen verloren geht durch das, was man nebenan erlebt in der Conference League? Sie haben richtig, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe nicht Angst, weil wir nicht gute Mannschaft sind. Ich habe Angst und genau das ist der Grund, oder?
Nach einem Donnerstag darf man auch sich Golo als Spieler und einmal feiern. Aber nichtsdestotrotz, heute ist es, wie ich gesagt habe, das tägliche Brot. Und heute ist enorm wichtig. Darum habe ich Angst, weil heute die 3 Punkte sind nachher 2 Punkte hinter Servet. Und ich will, ganz offen, ich möchte 2 Plätze, das habe ich überall gesagt. Und ich hoffe, die Spieler sind sich dem bewusst. Also Freude und Biber extrem noch zusammen im Moment. Genau, richtig. Herzlichen Dank.